Hallo und herzlich willkommen bei Amnesia. Wir freuen uns alle, dass wir wieder hier sein dürfen, in diesen wunderschönen Hallen und Räumen. Und da, seht einmal raus, es ist ein herrlicher Tag und die Sonne scheint, die Vöglein singen, ein Regenbogen, Schmetterlinge. Zumindest in meiner Fantasie. Aber nicht lang, weil meine Fantasie wird gleich wieder ganz gemein zu mir sein und ich werde mir die schlimmsten Dinge ausmalen und vorstellen. So, wir sind laut vor lauter Panik, weil da, glaube ich, ein Typ war, sind wir da reingerannt. Und da haben wir dann dieses Drehrad gesehen. Drehrad? Ich weiß nicht, wie sowas richtig heißt, dieses Folterrad. Oh Gott, und jetzt können wir hier gerade mal lang. Oh, scheiße. Scheiße. Oh mein Gott, fuck. Kann ich mich hier verstecken? Nein. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Kann ich mich hier verstecken? Oh, fuck. Oh, fuck. Warum muss ich mich denn? Ich habe gerade die Aufnahme gestartet und schon geht's los und ich muss mich verstecken. Vielleicht kommt er auch gar nicht hier lang. Von da kann er ja nicht kommen. Kann er von... Nee, kann er nicht. Kann er nicht. Nee, das war nur... Oh, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich dachte, es wären Schritte direkt neben mir. Kommt er jetzt hier gerade? Oh! Oh, fuck! Oh, nein! Oh, nein, bitte nicht! Oh, bitte nicht! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Scheiße! Warum geht denn das schon so los? Mach, dass er weggeht! 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 Ist er weg? Ist er weg? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Hallo? Ist da jemand? Warum quietscht das so? Da ist er immer noch. Warum geht denn der nicht? Oh Gott, der war da noch. Jetzt steht da... nicht hingucken. Nicht hingucken. Hanni, nicht hingucken. Nicht hingucken. Scheiße. Da ist eine Zunderbüchse, die interessiert mich gerade überhaupt nicht. Okay. Oh mein Gott, der hat gequietscht und... Der hat gehumpelt und das sah ein bisschen aus, als hätte der so ein Maschinenbein. Warum ist denn der immer noch hier? Will er mich verarschen? Alter, hau ab. Hau ab. Ich glaube, wir können da nicht mehr lang, oder? Können wir hier rüber? Können wir da irgendwie abhauen? Okay. Können wir da rüber? Nein, da können wir nicht rüber, oder? Können wir... Oh, doch! Doch, doch, doch! Lauf, lauf, lauf! Lauf, 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 lauf! Gah! Ih! Geh weg! Geh weg! Du ekliges, kleines Kackvieh! So, das war Amnesia. Die nächste Folge ist vorbei. So, ist der jetzt auch... Weil die Trommeln immer noch da sind. Oh, Gott sei Dank. Also, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt so Gott sei Dank ist, aber... Wo sind wir jetzt? Eigentlich müssten wir doch auf der... Da müsste doch die Tür sein, aus der wir gekommen sind, oder? Ich habe keine Ahnung. Dann müsste da... Oh, dann müsste da... Die Jungfrau... Nee. Oh, shit. Sind das die Pilze? Ja! Kolonie giftiger Pilze. Das Gewebe ist ziemlich weich und sollte einfach zu öffnen sein. Hölzerne Kurbel, Überreste, Hammer und Meißel.
Tatsache. Oh mein Gott, können wir jetzt hier weg? Nein, aber wir müssen wahrscheinlich noch da rein. Was ist das? Da steht eine Kuh. Warum steht da eine Kuh? Hallo Kuh. Bist du hier gefangen? So wie ich? Sollen wir zusammen fliehen? Komm, ich reite auf dir Richtung Sonnenuntergang. Was ist das denn? Ihh. Oh Gott, ich will es nicht anklicken. Ich werde gleich schreien, liebe Leute, runterdrehen. Den Pegel in eurem Headset oder so. Gleich gibt es wieder hannige Kreische. Der Verräter wusste nicht, was er von dem Messingbullen halten sollte, als er gezwungen wurde, hineinzusteigen. Erst als die brennende Hitze anfing, seine Haut zu versengen und sein Fleisch zu garen, begriff er, dass es sein Grab sein sollte. Seine Schmerzensschreie hallten in der Messingkammer wieder, drangen bis zum Kopf des Bullen. Draußen konnten die Männer den bronzenen Bullen brüllen hören. Die sind dann da rein und dann... Mein Gott. Oh mein Gott. Oh, nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Ja, ich mache da drunter jetzt bestimmt Feuer. Natürlich, ich habe ja sonst nichts zu tun. Vielleicht soll ich auch noch da reinkrabbeln. Ein bisschen Feuer machen, da reinkrabbeln, dann fällt die Klappe zu und dann wird es uns bestimmt sehr gut. Ja. Aber wir hier überall noch so... Okay, können wir hier irgendwo... Oh, da! Eine... Oh, nein, nicht wegschmeißen. Das brauchen wir doch. Warum trittst du es denn mit Füßen? Passiert was? Passiert was? Fängt jetzt der Bulle an zu brüllen? Nein. Gut. Wie viele Stücke haben wir? 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Wir haben eine Drüse. Wir haben die Überreste. Jetzt brauchen wir nur noch Blut von einem menschlichen Opfer. Okay, wir müssen zurück. Wir müssen zurück, Leute. Wir müssen zurück. Oh Gott, jetzt, wenn wir zurück müssen und alles haben, dann gibt es jetzt bestimmt noch ein Happy Ending irgendwie mit witzigen, tollen Happenings und so. Okay, ich könnte jetzt auch einfach... Ich weiß nicht, wie lange man hier sprinten kann. Ob man irgendwann an Atem verliert, sozusagen. An Ausdauer. Aber ich bin eher so der schleiche Gucktyp. Langsam laufen. Oh. Öl aufnehmen. Mich darüber freuen. Cheep, cheep, cheep. Und da vorne rechts müsste doch die Haustür... Haustür vor allem. Der Ausgang. Da, oder? Bitte lass mich Orientierung haben. Oh, habe ich mich erschrocken vor dem umgefallenen Ding. Bitte lass mich Orientierung haben. Bitte lass... Nein, ich habe keine. Scheißdreck. Wo sind wir? Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo sind wir? Ich weiß es nicht. War ja klar, oder? War ja so klar. Komm schon. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Bis wohin? Wohin kommt der? Woher kommt der? Ich weiß es nicht. Ich sehe ihn auch nicht. Es ist ja auch überhaupt nicht neblig hier. Gott sei Dank. Man sieht ja auch alles. Wo ist denn der? Oh, man hört im Hintergrund schön, wie hier mein Zoo mal wieder Spaß hat. Der steht da. Habt ihr ihn gesehen? Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Muss ich da jetzt um ihn rumlaufen oder was ist hier meine Aufgabe? Festhängen. Da kommt er. Da kommt er. Scheiße.
Fuck. Okay, komm, gib Gummi. Gib Gummi. Gib Gummi. Lauf, Honey. Lauf einfach. Irgendwo muss es rechts rüber gehen und da geht's dann nach Hause. Da ist eine Brücke. Einfach, ich weiß nicht, wie viele von diesen Viechern hier sind. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Tür, Tür. Ich sehe sie, ich sehe sie, ich sehe sie. Ja, 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 wir haben es geschafft. Oh mein Gott, ich bin so happy. Woohoo. Spiel vorbei, Spiel gewonnen. Och nee. Stimmt ja. Och nee. Okay, wir dürfen da jetzt wieder langlaufen. Und da oben, wer sich dran erinnert, da hingen ja die freundlichen Gesellen, die wir freundlicherweise aufschnitzen durften. Aber das habe nicht ich gespielt. Ne? Deswegen weiß ich nicht, wie es da aussieht, ob das so ein bisschen verändert ist. Immer schnell vorbeilaufen an allem. Hauptschiff. Wie abscheulich, dachte er. Gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise, denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie einfach nicht vermissen. Ich vermisse meinen Verstand auch nicht, den ich hier gerade verliere. Den braucht man auch nicht. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach zu dem Typen. Ich würde mal gern wissen, wie der Kerl hier gespielt hat. Hat er das alles mitgenommen? Ja, doch, doch. Hat er die Dinger aufgemacht? Weil das ist ja, wie gesagt, nicht alles mein Speicherspielpunkt, weil ich musste ja leider... geht das hier nicht richtig auf? Jetzt stell dich doch mal nicht so an, du Hans-Wurst-Vogel-Typ. Naja, gut. Wir laufen jetzt zu dem Agrippa. Wir laufen zu dem Agrippa. Mal schauen, was er uns zu sagen hat. Vielleicht ist er ja auch schon... Looks like you cleaned out the choir. Head for the transom and find the rest of the ore pieces. Nein. Nein. Nein, nein. Aber ich hab doch... Wollen wir... My pupil. Ja, dein Pupil ist... Yes, very good. Da war doch das... Wir sollen zum Querschiff. Das ist das Querschiff, oder? Altar. Hä? Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Notizen. Nee, nix Notizen. Mementos. Die hässlichen Kugelstücke können im Querschiff gefunden werden. Der Durchgang zum Altar ist versperrt. Der Sockel im Altar, ja. Agrippa, der sterbende Mann, braucht spezielles Tonikum. Auf einem Notizzettel steht etwas von einer Mischung, die aus drei Ingredienzien, weil ich Ingredienzien nicht sagen kann. Es wird eine Kugel benötigt. Okay, es geht im Prinzip alles hier immer nur um die Kugel, außer für Agrippa dieses komische Zeug zusammenzubasteln. Aber wo ist jetzt das Quer? Der Quer? Das? Dem Querschiff? Der redet immer noch, oder? Bla 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 bla. Und dann? Damals? Ferienlager? Ja, ja. Wo ging's denn jetzt hier hin? Da war das Vieh. Das haben wir ja schon, das Zeug. Geht's hier zum Querschiff? Querschiff. Tatsache. Oh Gott, das ist ja schon wieder was ganz anderes. Das ist jetzt der nächste Spaß in Tüten, oder? Die dicke Flüssigkeit verteilte sich auf seine Zunge. Ja, okay, das kennen wir alle schon. Ach nee, das ist das... Boah, Leute, ich habe Orientierung wie ein Toastbrot mal wieder. Ihr wisst Bescheid. Und da waren wir schon in bestimmten Bereichen. Ich glaube nämlich nur in einem, und zwar da rechts. Gehen wir nochmal schnell hin. Weil man weiß ja nie. Hallo, ich sehe nichts. Aber hier wurde Ritsche Ratsche gemacht und der Typ wurde in zwei Hälften geteilt. Ritsche Ratsche. Jawohl. Ritsche Ratsche. Das habe ich nämlich auch noch nachgespielt. Stimmt, das habe ich ja selber gemacht. Alles klar. Okay, dann gehen wir wieder.
süße Maus hier, da. Naja, jetzt ist sie weg. Piep! So, wir gehen weiter im Kreis herum. Fiedelbumm. Jetzt ist es gar nicht gruselig mehr. Nein, nein, total supi. Okay. Oh, wie man da hinten schon sieht. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Das ist ein sehr gruseliges Bild und eine sehr gruselige Vorstellung. Und diese gruselige Vorstellung und dieses gruselige Bild setzen wir in der nächsten Folge fort. Und dann schauen wir, was uns sich hinter dieser Tür verbirgt. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Und ich muss jetzt erstmal wieder meinen Hund verprügeln. Und wir beschäftigen uns ja schließlich alle mit Monstern. Und ich bin auch eins, und deswegen... Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.